So, Ton läuft. Hi, ich bin Ole, ich bin freier Schauspieler, Musiker und andere Dinge. Ich arbeite hier in den Landungsbrücken, hinter der Bar, beim Umbau, an Konzepten. Und im Sehnsuchtsprojekt bin ich hauptsächlich für die Kommunikation zuständig. Das heißt, ich beantworte eure Sehnsuchtspost. Ich telefoniere mit euch jeden Montag um 18 Uhr. Und wir reden über Sehnsucht. Ihr könnt mich gerne anrufen. Wenn wir Pizza bestellen, sollen wir an dich denken, ja, richtig? Ja, genau. Hanna will eine Pizza. Bestellt ihr eine mit. Ah, Hanna. Ja. Hanna. Oh, Hanna ist toll. Super ist die einfach. So, was mache ich hier? Ihr seht ja, wenn ihr die Folgen gesehen habt, seht ihr ja immer die Sehnsuchtspost. Und die Sehnsuchtspost, das ist das, worum ich mich kümmere. Jede Woche um 18 Uhr sitze ich da, wahlweise hier oder bei mir zu Hause mit unserem Sehnsuchtstelefon und man kann mich anrufen, man kann mit mir darüber sprechen und ich kann diese Gespräche ganz unabhängig von dieser Serie auch jedem nur empfehlen. Ich fange nochmal an. Das Thema dieser Woche ist sowas wie Stellvertreter-Sehnsucht. Also habe ich Sehnsüchte, die sich nicht unbedingt auf mich beziehen, sondern auf andere Menschen, auf Menschengruppen, auf die ganze Welt. Da hatten wir auch schon durchaus Antworten in den Folgen, die sich darauf bezogen haben. Aber heute wollen wir explizit darüber reden, was hat meine Sehnsucht mit anderen Menschen zu tun? Weil so schönes Wetter ist, gehen wir für die Sehnsuchtspost mal raus. Man sollte meinen, ich bin es gewohnt, vor einer Kamera zu sprechen. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man eine Rolle spielt, ein Skript hat oder ob man sich selbst darstellen soll. Ich bin ganz schön nervös heute. Es ist ganz schön, ich bin ganz schön verwirrt. Aber ich wollte euch über Sehnsucht erzählen und über diese Sehnsuchtshotline. Es ist wahnsinnig spannend, mit Menschen über dieses Thema zu sprechen. Eben weil es so ein unkonkreter Begriff ist. Es ist ja kein Wort. Also ich bin mir sicher, es gibt eine Duden-Definition für das Wort Sehnsucht. Aber es ist irgendwie ein Wort, zu dem jeder ein anderes Gefühl hat, eine andere Definition. Für die einen ist, wenn man sie nach ihrer Sehnsucht fragt, erzählen sie dir von ganz konkreten Wünschen. Erzählen von einer Sehnsucht, mal wieder ins Theater zu gehen, mal wieder in eine Kneipe zu gehen. So klassische Dinge, die sich Menschen gerade wünschen während der Pandemie. Für andere Leute ist Sehnsucht so ein unkonkretes Gefühl in der Brust, eine Stimmung, eine Melancholie, die sie schon seit ihrer Kindheit spüren, die sie begleitet. Eine Sehnsucht nach eher diffuseren oder abstrakteren Gefühlen wie Ankommen, Loslassen, Zuhause sein, nach Liebe. Und wieder andere fragt man nach ihrer Sehnsucht und sie sagen, du, das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich nicht so. Ich habe Ziele und die verfolge ich und dann klappt es oder es klappt nicht. Und das ist irgendwie auch spannend. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, fragt doch mal in eurem Freundeskreis oder fragt doch mal Menschen, du, was ist für dich Sehnsucht? Was ist deine Sehnsucht? Und da kommen wahnsinnig spannende Gespräche dabei raus. Ob das jetzt bei dem Thema bleibt oder ob sich dann daraus ein anderes Thema entspinnt, ist die Frage. Ein Band, ist falsch gelaufen. Ich dachte auch kurz, es geht da lang. Ich auch, aber. Okay, wir starten weiter. So, genau, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ihr könnt ja mal durch die alten Folgen klicken, da steht bei jeder Folge steht eine oder ein, zwei konkrete Fragen. Oder ihr fragt einfach mal Freundinnen, Freunde, Eltern, Bekannte, was ist für euch Sehnsucht? Was verbindet ihr mit diesen Worten? Was steckt für euch dahinter? Weil in meiner Erfahrung eben an diesem Sehnsuchtstelefon und durch Leute, mit denen ich dann Kontakt hatte, entstehen daraus wahnsinnig interessante Gespräche. Also man kann da super viel drüber reden, man kann da super viel philosophieren, man kann aber auch Sehnsucht, Freunde, ist ein spannendes Thema. So, wir sind jetzt am Main. Ist jetzt kein Platz an den Landungsbrücken per se, aber alle meine Lieblingsplätze an den Landungsbrücken haben auch schon die anderen in den letzten 7 Folgen belegt. Ich hätte mich zum Beispiel auch aufs Dach gesetzt, wie der Nico, oder ich hätte mich auch
ins Foyer gesetzt. Aber hier ist es auch schön. So, eure Sehnsuchtspost vom 27.04.2021. Also politisch gesehen habe ich auf jeden Fall Sehnsüchte für andere. Ich wünsche mir auf jeden Fall zum Beispiel, dass Rassismus kein Thema mehr ist, auch wenn ich persönlich nicht davon betroffen bin. Ich wünsche mir Sachen für andere. Ich wünsche mir zum Beispiel für meine Mutter, dass sie eine andere politische Einstellung hat für sie, weil ich das Gefühl habe, dass es sie nicht voranbringt, dass es ihr nicht gut geht. Ich glaube, wenn du dein Ich mit Hass anfüllst, dann leidest du. Und Leid kann ich niemandem empfehlen, aus persönlicher Erfahrung. Das ist von Felix, der hat das mir am Telefon erzählt. Manchmal habe ich Sehnsüchte oder Wünsche für andere aus egoistischen Gründen. Ich wünsche mir, dass andere Menschen anders fühlen oder frei von gewissen Kämpfen sind, aber im Endeffekt für mich, weil ich mit ihnen in Beziehung stehe. Das ist aber ja eher wieder eine Sehnsucht oder ein Wunsch für mich. Es gibt aber auch Situationen, da habe ich starke Sehnsucht danach, dass es Menschen oder Menschengruppen besser geht, dass ein Leiden aufhört, das ich am liebsten von ihnen nehmen würde, aber nicht kann. Eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach Gerechtigkeit, nach weniger Diskriminierung, das sind alles auf eine Weise Stellvertreter-Sehnsüchte, weil es mir im Grunde in dieser Welt gut geht. Ich bin von den meisten strukturellen Benachteiligungen ja nicht betroffen. Das war von Anonym über WhatsApp. Und noch eine Einsendung. Ich habe dauernd Sehnsüchte für andere Menschen, aber meistens ist es mein eigener Wunsch, dass sie sich mehr zutrauen oder Mitgefühl mit sich selbst haben. Vor allem, wenn ich Menschen sehe, die ich liebe und schätze und bewundere, die aber so hart mit sich selbst ins Gericht gehen, dann habe ich vielleicht stellvertretend die Sehnsucht nach Ankommen, nach Zuhause im Selbstsein, nach einer liebevollen Bezugnahme auf sich selbst. Das war von Martin auf Telegram. So. Das war unsere Sehnsuchtspost. Und auch wenn es sehr schön hier ist, müssen wir, glaube ich, wieder zurück ins Büro. So, und ich als Sehnsuchtskommunikator, nachdem ich so viel darüber geredet habe, wie schön es ist, über Sehnsucht zu reden, dachte ich mir, ich lade mir einfach ein paar Leute ein und mache das, was ich sonst am Telefon an der Sehnsuchtshotline mache, mal heute live. Und meine erste Gästin ist Hortrun. Hi, voll gut, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich habe hier für das Sarah Kane Festival zu Phaedras Liebe, zu dem Stück, die Musik gemacht. Woran denkst du, wenn du das Wort Sehnsucht hörst? Tatsächlich habe ich immer gar nicht irgendwie so eine riesige Sehnsucht auf was Bestimmtes. Zur Zeit vielleicht noch am ehesten auf Reisen, also so eine gewisse Fernweh und mal wieder feiern zu gehen und sich entspannt mit Leuten treffen zu können, ohne vorher zu überlegen, ob es warm genug ist oder ob man jetzt zu viele Haushalte sind oder ob die Uhrzeit passt. Also irgendwie so eine Sehnsucht nach Spontanität und Treffen. Wenn du sagst, vor Corona oder vorher war das anders, was war das oder was hättest du jetzt, wenn du versuchst, dich in dich hineinzuversetzen vor anderthalb Jahren, was hättest du da mit dem Begriff Sehnsucht verbunden, weißt du das noch? Also es ist halt super abstrakt, aber ich habe irgendwie schon so eine Sehnsucht, dass irgendwie das jetzt nicht wieder zurückgeht zu dem, wie es vorher war, wenn es jetzt alle geimpft sind und man wieder alles machen kann. Also sondern nicht so dieses, was alle sagen, zurück, wir wollen wieder normal. Genau, sondern dass man irgendwie schon eben guckt, was hat es denn jetzt gezeigt eigentlich? Also ja. was gab es denn jetzt für Lücken, für Risse, wer ist da durchs System gefallen und dass da irgendwie ein gewisses Umdenken und auch mehr Solidarität und vielleicht auch Respekt, sage ich mal so, anderen Berufszweigen und anderen Lebensentwürfen, sage ich mal, gegenüber stattfindet. Also das wäre jetzt so eine Sehnsucht. Du bist ja Musikerin, deshalb ist die Frage, die hier steht, vielleicht auch ganz interessant für dich, nämlich welches Geräusch löst Sehnsucht in dir aus? Also gibt es irgendwie, hast du das Klänge, wo du... Ich glaube am ehesten noch irgendwie so Wassergeräusche, weil ich halt eine ziemliche Wasserratte bin und sei es jetzt Meer, Fluss oder auch Regen. Also das sind so die Sachen, oder das ist zumindest so was wahnsinnig Beruhigendes, sag ich mal, irgendwie für mich. Das ist so
Ja, und sonst ja eigentlich alles so ein bisschen, was mit Natur drumherum verbunden ist, weil das für mich immer halt Freizeit ist. Ich würde sagen, ich danke dir für das Gespräch. Also nein, ich danke dir. Ich überlege gerade, was eine schöne Abschlussfrage wäre. Die Frage, also das finde ich einfach eine ganz witzige Frage. Was würde auf einer Sehnsuchtspostkarte stehen, die du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund schickst? Da müsste ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Komm rum. Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Danke dir. So, mein nächster Gast ist die liebe Randi. Vielleicht möchtest du einmal kurz sagen, was dich mit den Landungsbrücken verbindet. Also jetzt muss ich mal überlegen. 2019 war das gewesen. Mitunter ist traurig sein, ist Brutalität das einzige Mittel gegen traurig sein. So. Ein wundervoller langer Titel. Mitunter ist die genau. Ja, damit habe ich angefangen. Jetzt hat Linus mich nochmal gefragt für Sarah Kane zerbombt und da hatte ich echt Bock drauf. Es macht mir immer Spaß hier, sind coole Leute, immer ein gutes Team. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wir reden ja heute über Sehnsucht. Vielleicht so als kleine Einstiegsfrage, was ist denn, an was denkst du, wenn du das Wort Sehnsucht? Gute Frage. Also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an Sehnsucht denke, dann denke ich eher an eine Situation, an eine ziemlich konkrete sozusagen. Ich hätte gern mal wieder einen richtig guten Drink an einer geilen Strandbar mit schönen Musik, Sonnenuntergang. Ich weiß, total kitschig, aber ich will das halt so. Das hätte ich gern. Das hätte ich gern mal wieder. Ja. Also du hast so eine konkrete Sehnsucht, einen konkreten Wunsch. Genau. Situation, ja. Wenn du jetzt daran zurückdenkst, wie es war, bevor dieser Wunsch so konkret wurde, weil er so unmöglich war, ja. Kannst du dich daran erinnern, was du außerhalb von dieser Ausnahmesituation so für Sehnsüchte hattest oder was Sehnsucht da bedeutet hat? Kann ich so konkret gar nicht sagen. Also es war immer etwas, was mit Freiheit zu tun hatte, mit Ferne auch, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen erleben. War das total spannend, weil, also das ist genau das, was worauf ich hinaus wollte, weil viele, mit denen ich geredet habe, jetzt aktuell so einen ganz konkreten Sehnsucht haben, so konkrete Wünsche, aber für viele eigentlich das Wort Sehnsucht eigentlich eher so was Abstrakteres hat, also so ein abstraktes Gefühl von Freiheit oder von Ferne. Die Frage haben ja immer, also jede Woche so ein bisschen einen Schwerpunkt in dieser großen Fragestelle Sehnsucht und der Schwerpunkt diese Woche oder diese Folge ist so eine Art Stellvertreter-Sehnsüchte, also gibt es Sehnsüchte, die du für andere Menschen hast? Also hast du das Gefühl manchmal, dass du dir dass du nicht für dich selbst dich nach etwas sehnst, sondern für einzelne Menschen oder für eine Gruppe von Menschen oder für... Ja, doch, also beides sogar. Für Einzelne genauso wie für die Gesamtmenschheit im Prinzip. Ja, ich fange mal lieber mit dem Einzelnen an. Also eine Sehnsucht für eine einzelne Person, meine Oma. Meine Oma ist jetzt 95 Jahre alt, die kann nicht mehr laufen, die kommt nicht mehr aus der Bude raus. Und da habe ich die Sehnsucht, dass sie noch wenigstens einen Tag mal normal laufen könnte, mit uns rausgehen könnte, in eine Kneipe, was essen, unter Leute kommen würde. Und insgesamt für alle Menschen mehr Verständnis füreinander, miteinander. Ja, genau. Ja. Oder wir haben uns irgendwann gefragt, wir saßen immer zusammen und haben so Sehnsuchtsfragen überlegt, weil wir diese Serie machen. Und dann ist die Frage aufgekommen, ob wir glauben, oder das würde ich jetzt an dich weitergeben, dass es Sehnsüchte gibt, die sich alle Menschen teilen. Also die eigentlich, meinst du oder kannst du spontan sagen, ob du glaubst, dass es etwas gibt, wonach sich eigentlich alle sehen? Ja, ich denke schon. Also verstanden zu werden. Ja. Und zwar ganz tief in einem drin. Ja. Ich denke, das vereint uns alle.
irgendwie. Also denn wir alle brennen ja für irgendetwas. Ja, jeder hat was ganz anderes. Aber der tiefe Wunsch, verstanden zu werden als Person, als Individuum, denke ich, haben wir alle. Ja. Ich habe vorhin auch schon gesagt, als wir vorhin gedreht haben, dass ich echt jedem empfehlen kann, einfach sich mal so ein, zwei von diesen Fragen zu nehmen und einfach mit Freundinnen darüber zu reden, weil irgendwie entstehen total spannende Gespräche dadurch. Das glaube ich, ja, das ist interessant. Ich glaube, ich wollte noch mal kurz hinter die Kulissen gucken. Ich wurde gerade angetippt, hatte das einen bestimmten Grund, wie über der Zeit. Dann stelle ich dir jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, weil ich die Frage einfach so süß finde. So süß? Oh. Was würde auf einer Sehnsuchtspostkarte stehen, die du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund schickst? Dass ich sie gerne bei mir hätte. Ja, das ist schön. Dann danke ich dir für das Gespräch, das war sehr schön mit dir. Ja, ich danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder auf der Bühne wieder. Ganz bestimmt. Unser dritter oder mein dritter und letzter Gast heute ist Julian. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was dich mit den Landungsbrücken verbindet. Was verbindet mich mit den Landungsbrücken? Ja, vor allem mein Bruder, weil er hier Intendant ist. Deswegen bin ich hier. Ich habe hier schon gespielt, ich habe schon Regie geführt. Ja, eigentlich ganz viel. Eigentlich seit Anfang bin ich irgendwie immer so im Dunstkreis dabei. Vielleicht als Einstiegsfrage, was ist denn, wenn du das Wort Sehnsucht hörst? Woran denkst du? Ich habe in der Tat, weil ich ja wusste, dass du mir diese Frage stellst, habe ich mir in der Tat Gedanken darüber gemacht. Und ich finde das ganz komisch. Viele Leute erzählen davon, dass sie so eine Sehnsucht haben. Eigentlich habe ich mich dann gefragt, wonach habe ich eine richtige Sehnsucht? Und irgendwie, da ist nichts. Also ich bin, weil Sehnsucht, also ich bin so momentan so ein bisschen auf dem Trip, dass ich sage, so Sehnsucht, das ist auch etwas, was einen immer unter Druck setzt. Mhm. Ich habe mir früher immer, ich viele Sehnsüchte, habe ich immer gedacht, irgendwie, ich will ein tolles Theater irgendwann haben, ich will irgendwann an dem und dem Theater mal gespielt haben, ich will immer besser werden als Schauspieler, ich will so, ich will das sein, ich will dieses. Das waren alles Sehnsüchte von mir, die ich mir gewünscht habe. Und ein paar Sachen davon habe ich auch erreicht, aber ein paar Sachen habe ich auch nicht erreicht, aber das ist auch komplett okay. Ja, also das ist auch komplett, und das musste ich lernen. Ja. Weil man, oft ist es so, wenn man so eine Sehnsucht hat, die man sich selber so vorschreibt, dann hat man so ein Gefühl, oh, das muss ich erreichen danach, da muss ich streben danach. Aber ich finde, das Leben, jedes Einzelne, mein Leben zumindest, setzt sich daraus zusammen, aus dem, was ich erreicht habe und dem, was ich nicht erreicht habe, das bin alles in der Gesamtheit, bin dann ich. Ja. Und so wie es momentan ist, bin ich, vermisse ich nichts. Natürlich kann man viel finden, was momentan was schlimm ist und worüber man sich Sorgen machen kann und sollte und muss und wofür man auch kämpfen sollte und kann und muss. Aber das ist was anderes. Ich finde, das ist gerade jetzt in der Zeit, wo es viel mit diesen wir Schauspieler leider nicht so toll im Gespräch sind, da gibt es viel zu sagen und viel zu zu sagen, nee, so bin ich aber nicht. Ja. Aber das ist nicht mein eigenes persönliches Gefühl, was ich dann oder was ich damit verbinde oder mit der momentanen Situation verbinde. Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist eigentlich genau das. Wir haben ja jede Woche so einen kleinen Schwerpunkt in diesem Themenkomplex Sehnsucht und der Schwerpunkt diese Woche ist Sehnsüchte für andere oder so eine Art, hast du manchmal stellvertretend für andere Sehnsüchte, also oder Wünsche, die nicht dich selbst betreffen, sondern eine Sehnsucht nach etwas für Einzelne, für Individuen oder für Menschengruppen oder auch ganz interessante Frage, finde ich. Das hat sich bei mir auch verändert. Also das habe ich früher öfter gehabt. Ich war auch früher mehr Regisseur zum Beispiel, wo man Leute dann auch beobachtet und wo man warum kriegt er das nicht? Warum versteht er das nicht? Der müsste doch so, das hängt doch damit zusammen, dass er in seinem Leben manchmal Sachen falsch macht oder das müsste er doch so machen. Und ich hatte einen Blick, oft, das war ein großer Anteil meines Blickes auf Menschen, dass ich mir gesagt habe, das macht er gut, das macht er nicht so gut. Ich war sehr am Urteilen, gar nicht mal unbedingt schlecht. Ich habe nicht gesagt, du bist ein Arsch oder ich habe nicht gesagt, du bist doof oder nichts wert oder sonst was. Aber ich habe gesagt, um glücklicher zu sein, müsstest du aber jetzt mal irgendwie
nein, das ist auch... Was ja auch eine gewisse Arroganz hat, ne? Also ja, eine gewisse, komplett. Eine gewisse Übergriffigkeit. Genau, es hat eine Übergriffigkeit, es hat eine Arroganz. Es ist gar nicht entstanden aus einem Gefühl, ich bin besser als du. Nee. Das ist gar nicht so gewesen. Das war ein Gefühl des Helfenwollens, ja. Aber es hat eine gewisse Arroganz. Und das hat sich bei mir auch geändert, dass ich komplett davon auch losgelassen habe. Oder ich habe das immer noch, das ist tief in mir drin, aber ich versuche davon loszulassen. Ich versuche Menschen, auch wenn es mir nicht gefällt oder was heißt nicht gefällt, oder wenn ich sage, das würde ich jetzt irgendwie anders machen, ist mir egal. Das soll derjenige oder diejenige so machen, wie sie das für sich am besten findet. Und das ist auch etwas, was ich an mir gemerkt habe. Es ist nicht alles dem Willen unterworfen. Man kann nicht alles zwingen. Mhm. Du kannst nicht alles. Auch kann sagen, oh, ich will unbedingt ein toller Schauspieler werden. Ja, gerade beim Schauspiel ist es ja so, ob man jetzt locker ist, ob man Zugriff hat auf bestimmte Gefühle, das ist nicht dem Willen unterworfen. Man muss loslassen. Mhm. Das muss man auch in Bezug auf andere Leute, finde ich. Die Sachen, die du über Karriere gesagt hast, das hat für mich viel, da habe ich letztens mal drüber nachgedacht, das hat viel mit so einer Definition von Erfolg zu tun. Also ich habe zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn man anfängt zum Beispiel Schauspiel zu machen, dann ist bei den meisten wahrscheinlich die Definition von Erfolg in großen Filmen mitspielen oder am Wiener Burgtheater. Also man hat so diese, das da ist Erfolg. Du kriegst auch immer die Fragen gestellt. Genau. Du kriegst ja immer so, wo haben sie denn schon mitgespielt? Und nach diesen Maßstäben, weil es nun mal sehr viele Leute gibt, die diesen Job machen wollen, nach diesen Maßstäben sind nur sehr wenige Leute erfolgreich. Und wenn du deine Glücklichkeit daran hängst, dann bist du unglücklich und nicht erfolgreich. Wenn du aber sagst, Erfolg für mich ist, Projekte zu machen, die mir Spaß machen, damit genug Geld zu verdienen und mich mit Leuten zu umgeben, die mir Spaß machen, dann sind wir beide schon jetzt, dann sind wir beide erfolgreiche Schauspieler. Glaubst du, es gibt sowas? Gibt es sowas wie kollektive Sehnsüchte? Oder, Natürlich gibt es da etwas, und ich glaube auch, dass es etwas gibt, wo wir alle hin müssen, dass wir einen Weg haben, wo wir alle hingehen, dass wir halt von verschiedenen Seiten kommen und dass dieses Ziel, was wir haben, dass es irgendwie das Gleiche ist. Ich glaube, da gibt es aber gar keine Worte dafür. Das kann man irgendwie... kann man Gott nennen oder das kann man dann irgendwie Glück nennen oder das kann man dann Erfüllung nennen oder das ist dann da. Also ich kann das aber nicht beschreiben und das ist ist bestimmt auch für jeden auch wieder was anderes. Das klingt so banal, ich möchte glücklich werden, aber das ist es ja nicht. Ich glaube, das ist es dann. So, ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ja. Und zwar, weil irgendwie die Frage so süß formuliert ist. Und zwar ist die Frage, was würde auf einer Sehnsuchtspostkarte stehen, die du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund schickst? Ich hoffe so sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Schön. Das ist auch jetzt alle drei, die ich gefragt habe, haben irgendwas gesagt mit komm auch her oder ich vermisse dich. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und bitte hoffentlich schön. Sehen wir uns bald auch mal wieder auf einer Bühne. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, ja. So, nach drei sehr schönen Gesprächen über Sehnsucht verabschiede ich mich auch für heute. Falls ihr mal mit mir über Sehnsucht reden möchtet, könnt ihr mich gerne anrufen, immer montags 18 bis 19 Uhr. Die Nummer wird hier bestimmt auch nochmal eingeblendet oder ihr könnt mir schreiben auf WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, wo auch immer. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, diese Gespräche auch einfach mal so zu führen. Ansonsten war das jetzt die erste Folge von der zweiten Staffel und wir sehen uns nächste Woche. Lieber Ole, du musst jetzt hier, den Dinger 2 cm in die Nase stecken. Ist da auch wieder so ein Strich drauf? Nee, da ist jetzt kein Strich drauf.
passiert jetzt so. Ups. 15 Minuten und draußen warten. Christian, wie schaut's bei dir aus? Sollen wir dich auch mal testen? Ja. Gut. Dann